Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Im letzten Part hat Phoenix hier im Gerichtssaal Unterstützung bekommen von Layton und Luke, die ihm dann manchmal etwas aushelfen und ihm einige weitere Tipps geben, falls er mal keine Ahnung haben sollte. Und ich habe jetzt aber schon eine Ahnung, was ich jetzt machen will. Ich glaube nämlich, dass jetzt gerade der Confusius eine Falschaussage tätigt. Er sagt, die Hexe hielt den Stab in der rechten Hand, sie ließ ihn nicht fallen, bis sie gefasst wurde. Und ich glaube, das stimmt nicht, denn wir haben ja im letzten Stab eben auch neue Beweisstücke bekommen, wie eben den Stab hier, den Thalia Magica, ein zum Zaubern benötigter Stab, anwendbare Sprüche hängen vom eingesetzten Kristall ab. Wir müssen uns jetzt nämlich auch damit anfreunden, dass es hier in Labyrinth ja tatsächlich sowas wie Magie eben gibt, so irgendwie, und dass unsere Logik, die uns eigentlich bekannt ist, hier nicht immer funktioniert. Auf jeden Fall, ich behaupte, dass das nicht stimmt, was er sagt, denn laut den Zeugenaussagen ist es ja so, dass die Sophie die Laterne über ihr rechtes Handgelenk geschwungen hatte und dann hatte sie in der rechten Hand wohl den Stab irgendwie gehalten. Wir wissen aber, dass die Laterne zerbrochen ist, kurz bevor der Zauber gewirkt wurde. Wie kann die Laterne aber von ihrem Handgelenk gerutscht sein, wenn sie doch in der rechten Hand diesen fetten Stab da und diesen total langen und fetten Stab in der Hand gehalten hat? Wie kann das sein? Es geht nicht, ist meine Antwort. Deswegen behaupte ich, dass der Confusius lügt und ich werde ihm die Laterne präsentieren. Ich hoffe, ich muss nicht den Stab präsentieren. Ich glaube sogar eher die Laterne. Ich glaube, das ist eher Beweisstück hier. Deswegen mache ich es mal so. Okay, Musik hört auf. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Es besteht die Möglichkeit, dass Frau der Narrateur den Stab niemals in ihrem Besitz hatte. Und selbst wenn er in ihrem Besitz war, hätte sie ihn zweifellos fallen gelassen, als sie angegriffen wurde. Was wollt ihr damit sagen? Los, Phoenix. Was ich sagen will, Inquisitor Flammenberg, ist, die Laterne beweist, dass die Angeklagte den Stab nicht halten konnte. Wie töricht, mein werter Bäckerknecht. Die Laterne hing um das Handgelenk der Angeklagten. So konnte sie also den Hexenstab halten. Ich fürchte, dass das nicht das Problem ist, Inquisitor Flammenberg. Das Problem ist das zerbrochene Glas und der Schlamm, der daran klebt. Was? Es hörte gerade auf zu regnen, als das Verbrechen begangen wurde. Das heißt, der Weg muss sehr schlammig gewesen sein. Als die Diebe Frau der Narrateurs angepackt haben, landete die Laterne im Schlamm. Die Laterne landete im Schlamm. Aber natürlich, das ist doch völlig logisch, nicht wahr, meine kleine Mackie Mac? Also, was meint ihr, Inquisitor Flammenberg, wenn sie den Stab gehalten hat? Muss sie ihn zusammen mit der Laterne fallen gelassen haben? Nö! Was ist los? Inquisitor Flammenberg ist sprachlos. Dieser Verteidiger stellt alles auf den Kopf und er ist noch nur ein Bäcker. Unmöglich! Achtet nicht auf die Verbündeten der Hexe. Die wollen euch nur hinters Licht führen. Diese elenden Zuschauer. Was ist das nur? Moment mal! Einen Augenblick bitte! Was will jetzt sie? Hä? Hohes Gericht! Bitte hört zu! Haben wir nicht alles soeben genau erklärt, was wir gesehen haben? Bist du die Hexe? Du machst mir jetzt ein bisschen Angst. Es ist eine Laterne. Na und? Was ist daran so interessant? Erklärt es mir so, dass ich es verstehe. So, dass ihr es versteht? Naja, ich denke, es ist recht offensichtlich, wenn man sich das ansieht. Herr Wright, was ist denn, Herr Layton? Etwas an dieser Zeugin ist seltsam. Frau Bella Dorner, richtig? Frau Dorner, wenn ihr gestattet. Habt ihr vielleicht eine Sehschwäche? Okay. Wie Herr Wright gerade erklärte, ist die Antwort mit einem Blick leicht erkennbar. Sag, könnt ihr den Schlamm auf der Laterne sehen? Schlamm? Welchen Schlamm? Wovon redet ihr? Jetzt haut Layton auch schon auf den Tisch. Hohes Gericht, habt ihr das soeben gehört? Ja, gewiss. Was bedeutet das genau? Das bedeutet, Frau Dorner kann den Schlamm auf der Laterne aufgrund ihrer Sehschwäche nicht erkennen. Wow, mit anderen Worten, die Gültigkeit von Frau Dorners Aussage ist in Frage zu stellen. Ich dachte jetzt, dass es um Confusius geht, aber hätte ich auch bei der Bella die Laterne oder hätte ich bei irgendwem die Laterne hervorbringen können? Ich dachte, ich müsste es mal bei einem bestimmten machen. Wäre es immer gegangen? Ich weiß gar nicht genau, naja. Ruhe, Ruhe im Gericht, was hat das zu bedeuten?
Was habt ihr zu eurer Verteidigung vorzubringen, Zeugin? Ich rate euch, nichts als die Wahrheit zu sagen. Es tut mir leid, Inquisitor Flamberg. Es stimmt, ich muss eine Brille tragen. Ich kann ohne sie kaum sehen, um ehrlich zu sein. Ihr braucht eine Brille? Aha, jetzt da ihr es sagt, ich dachte mir auch schon, dass etwas an euch heute anders scheint. Oho, ihr kamt mir schon bekannt vor. Der Nebel meiner Erinnerung ist verzogen. Stattdessen ist nun alles klar. Wertes Fräulein, eine Brille ist so kostbar wie der Schild eines Ritters. Holt schnell eine neue herbei. Na dann, Frau Dorna, habt ihr zum Zeitpunkt des Verbrechens eure Brille getragen? Nein, ich habe sie nicht getragen. Um ehrlich zu sein, ich habe meine Brille vor ein paar Tagen verloren. Ihr habt sie verloren? Also, Frau Dorna hat ihre Brille zum Zeitpunkt des Verbrechens nicht getragen. Herr Wright, ich würde empfehlen, diesen Umstand im Hinterkopf zu behalten. Dies könnte sich später nützlich erweisen. Okay. Alles klar. Das muss man merken. Brille. Bella sieht schlecht und trägt eine Brille, aber sie verlor sie kurz vor dem Verbrechen. Okay, also alle weiteren Aussagen von ihr sind wirklich quasi Käse, so ungefähr. Außer wenn sie was hört. Aber wenn sie behauptet, irgendwas zu sehen, dann stimmt das quasi nicht. Geht das Hohe Gericht recht in der Annahme, dass es nichts mehr zu beweisen gibt? Als der Mord begangen wurde, hatte die Angeklagte keinen Hexenstab in ihrem Besitz. Moment mal! Maggie und ich haben noch etwas zu sagen! Richtig. Mein treues Schwert wird die heimtückischen Lügen dieser Hexe zerstückeln. Ja, genau. Ich habe vielleicht meine Brille verloren, aber nicht meine Fähigkeit, eine Aussage zu machen. Ist die Blume? Heureka, ich erinnere mich. Das Alter schleicht sich nochmal ein. Das versteht ihr doch sicher. Ja, das verstehe ich. Ich verstehe, dass ihr ein seniler alter Kauz seid. Ja, der Konfuzius regt mich auch am meisten auf. Es scheint, wir können noch kein klares Urteil fällen. Sehr gut. Zeugen, ihr könnt erneut eure Aussagen zu Protokoll geben. Berichtet dem Gericht, wie die Talia Magica für die abscheuliche Magie eingesetzt wurde, die ihr heute Nacht gesehen habt. Okay, weitere Aussagen. Okay, alles klar. Dann wieder mal genau hinhören. Über den Hexenstab fortgeführt. Was? Das Mädchen? Warum sagt er jetzt das? Das Mädchen hielt den Stab und die Laterne nicht in derselben Hand. Das heißt, sie hielt ihn in der anderen... Warum redet er jetzt plötzlich? Hat er davor noch nie gemacht? Keine Ahnung. Das heißt, sie hielt ihn in der anderen Hand. In der anderen, wo sie die Milch gehalten hat. Ja, was bist du für ein Idiot eigentlich? Auf der Gerichtszeitung hält die Angeklagte einen Milcheimer. Wieso konnte sie den Stab nicht in dieser Hand halten? Ja, weil sie den Milcheimer da hält. Der Milcheimer ist leichter, als er aussieht. Selbst Maggie könnte ihn tragen. Sie könnte also den Stab in dieser Hand haben. Wirklich jetzt? Das ist eure Behauptung? Ich habe diesen Milcheimer nie gesehen. Es war, als wäre alles nur eine Illusion. Der Stab war in der anderen Hand, sagt ihr? So könnte es sich gewiss zugetragen haben. War da noch Platz? Kann ich mir jetzt endlich mal eigentlich das blöde Bild angucken? Warum ist eigentlich das dumme Bild hier nicht bei den Beweisen dabei? Das verstehe ich nicht. Naja. Werter Bäcker. Ja, euer Ehren. Es ist recht seltsam. Je länger dieser Prozess im Gange ist, desto mehr wirkt er wie ein wahrer Ritter der Gerechtigkeit. Was? Nun gut, das tut nichts zur Sache. Verteidiger, ihr mögt mit der Befragung fortfahren. Kreuzverhör, okay. Jetzt behaupten die, dass sie den in der anderen Hand getragen hat. Das sind auch solche Chaoten, hey, ganz ehrlich. Erst behaupten sie alle in der einen und jetzt plötzlich in der anderen, ja. Mann, ey. In der anderen. Ja, das ist doch Quatsch, hey. Da war doch kein Platz mehr, oder? Ich meine, der Stab ist ja nicht gerade klein. Ach man, ey, versteht das nicht. So, was sagst du? Auf der Gerichtszeitung hält die Angeklagte einen Milcheimer. Wieso konnte sie den Stab nicht in dieser Hand halten? Ja, ist schon ein bisschen komisch, dass die Bella das sagt. Weil sie kann ja die Zeichnung gar nicht sehen, oder? Weil sie ist ja blind, so ungefähr ohne Brille. Wie ich. deswegen... Der Milcheimer ist leichter, als er aussieht. Selbst Maggie könnte ihn tragen. Sie könnte also den Stab in dieser Hand haben. Ja, ich geh mal zurück zur Bella und werde mal sie kurz angreifen erstmal. Weil angreifen ist erstmal nie verkehrt. Moment mal! Die Gerichtszeichnung. Richte jetzt mal endlich bitte in die Akte. Okay, jetzt können wir es aber wenigstens nochmal angucken. Richtig, wenn ich mir die Zeichnung jetzt ansehe, verstehe ich durchaus, wieso ihr glaubt, dass sie einen Stab halten könnte. Ja, das ist nur so eine Schnur da, ja, okay. Naja. Allerdings ist der Hexenstab ziemlich dick. Sicher ist es nicht möglich, dass sie ihn gehalten hat.
Das ist eine bloße Mutmaßung. Ihr könnt nicht mit Sicherheit sagen, dass sie den Stab nicht halten konnte. Aber du kannst doch nicht mit Sicherheit sagen, dass sie ihn gehalten hat. Ach Mann, ich hasse das. Er sagt Mutmaßung. Ich sage, es ist Fakt. Es kann einfach nicht sein, dass Sophie den Stab gehalten hat. Wie erwartet ist diese Aussage voller Spekulationen und Hypothesen, ja. Herr Layton. Wissen Sie, Herr Wright, es scheinen keinerlei Beweise in der Gerichtszeichnung aufzutauchen. Ja, ich stimme Ihnen zu. Es sieht ganz so aus. Oder es sieht ganz so aus. Der Milcheimer ist vom Tatort verschwunden. Ach stimmt, der ist verschwunden. Könnte dieser Umstand selbst ein wichtiger Beweis sein? Okay, das muss ich mir jetzt merken, unbedingt. Weil wenn er das schon extra erwähnt, dann ist es bestimmt wichtig. Der Milcheimer ist verschwunden. Ja, und McVennie sagt, dass der leichter ist, als man denkt. Woher will sie das wissen? Ich meine, sie kann es vielleicht halt schätzen, aber sie hat den Milcheimer ja auch noch nie gesehen. Aber was will ich denn da jetzt präsentieren eigentlich bei ihr? Ich habe ja den nicht vorhandenen Milcheimer nicht. Ich kann ja nicht den nicht vorhandenen Milcheimer präsentieren. Das würde ich jetzt ansonsten gerne machen. Aber kann ich ja nicht. Ich meine, das Problem ist, dass ich nicht arg viel zum Präsentieren habe. Ich habe hier muss ich die Zusammenfassung präsentieren? Aber ich meine, bei der Zusammenfassung steht ja, also hier, zumindest bei dem kurzen Text, der uns angezeigt wird, steht ja nicht dabei, dass die Milch nicht mehr zu finden war. Das glaube ich also eher weniger. Warte mal, ich will mal kurz was angucken. Kann man denn eigentlich mit... Na, falsch, ich will das lieber Magie, will ich mir angucken. Oder warte mal, was ist eigentlich hier noch? Ist hier irgendwas Besonderes? Nee, oder? Nee. Kann man denn eigentlich mit dem Verschwinden-Zauber auch andere Sachen? Ja, man kann auch... Ah, nee, jedes Objekt in den Händen des Zauberers verschwinden. Okay, man kann auch andere Sachen verschwinden lassen. Hat sie den Milchkrug verschwinden lassen? Dann vielleicht einfach auch? Und der ist immer noch unsichtbar? Was hat nochmal er... Naja, falsch, was hat nochmal der Konfuzius gesagt? Ich habe diesen Milcheimer nie gesehen. Es war, als wäre alles nur eine Illusion. Er hat den Milcheimer nie gesehen. Warum hat er den nie gesehen? Hä? Das macht alles keinen Sinn. Versteh's nicht. Gehen wir nochmal zurück. Ich werde erstmal nochmal hier angreifen. Moment mal! Weil wie gesagt, das Angreifen hilft, weil ich dann neue Tipps bekomme. Einen Moment, Frau McVennie. Was ist denn jetzt wieder? Mackie und ich haben nicht den ganzen Tag Zeit, also los raus mit der Sprache. Ich habe nur eine Frage bezüglich eurer Aussage. Wie genau könnt ihr wissen, dass der Eimer, den Frau der Narrateur trägt, von Mackie getragen werden könnte? Naja. Wisst ihr, das Mädchen benutzt immer diesen Eimer, wenn sie bei uns Milch kauft? Selbstverständlich habe ich diesen Eimer schon unzählige Male gesehen. Ihr habt ihn unzählige Male gesehen. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, Frau McVennie. Ihr habt gesagt, dass der Eimer sei leichter, als er aussieht. Frau McVennie, zu irgendeiner Zeit heute Abend müsst ihr den Eimer gehalten haben. Na dann, bitte erklärt uns darüber auf, wann ihr den Eimer in die Hände bekommen habt. Es ist wahr. Hotz und Plotz waren nur noch Asche. Und dann... Azin weggenommen? Oder wie? Und dann bemerkte ich die Milch in dem Eimer, den das Mädchen in der Hand trug. Die Milch? Dann, als die zwei in Flammen aufgingen, haben Mackie und ich uns den Eimer gegriffen. Das Mädchen stand ganz verwirrt da und wir wollten sicher gehen, dass der Milch nichts passiert. Was? Oh, unglaublich. Zeugin, ihr? Naja, es war eine Verschwendung. Allein der Gedanke, die abscheuliche Asche könnte in solch kostbare Milch fallen. Um die Milch zu schützen, habe ich den Eimer mitgenommen. Werte Frau, wollt ihr damit etwas sagen, ihr habt Beweise vom Schauplatz des Verbrechens mit nach Hause genommen? Damit wäre geklärt, wieso wir den Milcheimer nicht am Tatort finden konnten. Okay. Oh meine Güte, ihr verschreckt meine arme Mackie. Hier, okay, das ist gut, neues Beweismittel. Hier, ich habe den Eimer mitgebracht, seht ihr? Ich habe die Milch nicht angefasst. Natürlich hat sie das nicht. Das Hohe Gericht akzeptiert den Milcheimer als Beweis. Okay, der muss jetzt dann gleich bestimmt präsentieren. Der Milcheimer, den Sophie zur Tatzeit trug. McVennie nahm ihn wieder mit auf ihren Hof. Oh, warte mal, okay. Ja. Sieht nach einem weiteren Beweis für uns aus. Möge der werte Herr mit dem beeindruckenden Bart seine Aussage fortführen. warte mal. Ja,
Ich will mir das angucken. Der Eimer. Der Milcheimer, den Sophie zur Tatzeit trug. McVenny nahm ihn wieder mit auf ihren Hof. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht dasselbe. Oder? Weil den Eimer, den die Sophie trug, der hatte eher so ein Seil da dazwischen, zwischen den Hängen. Oder? Nein, das wollte ich nicht! Was hab ich. Das wollte ich nicht! Nein, ich bin aus Versehen draufgekommen. Ich hab jetzt mit dem Touchscreen, mit dem Touchpad ein bisschen rumgefahren. Das wollte ich nicht. Alle Aussagen sind gleich in Schluss gekommen. Es war aber doch richtig, okay. Der Stab war nicht in der Hand mit der Laterne, daher muss er in der Hand mit dem Eimer gewesen sein. Ich glaube, es ist sogar wirklich hier egal, bei wem von den Vieren ich präsentiere. Ich muss einfach nur das richtige Objekt präsentieren. Und ich habe jetzt halt das richtige, also wie gesagt, ich wollte es jetzt noch gar nicht. Ich wollte eigentlich bei der McVenny präsentieren, aber es ist offenbar egal, wo ich es mache. Aber ich wollte eh den Milchkrug präsentieren, weil ich eben glaube, dass es nicht dasselbe ist. Aber dem ist nicht so. Nicht mal annähernd. Wovon sprecht ihr? Aber ich glaube, es ist was anderes. Entgegen der Aussage eines Zeugen war der Eimer am Tatort. Und euch sollte eine Sache an diesem Eimer auffallen. Seht euch die Gerichtszeichnung. Ah, ne, stimmt doch, okay. Die Gerichtszeichnung an. An diesem Eimer wirkt etwas seltsam. Oder etwa nicht? Einspruch. Diese Zeichnung wurde anhand der Aussagen gefertigt. Es können also kleine Unstimmigkeiten vorhanden sein. Einspruch. Tatsächlich, Inquisitor Flamberg, ist es höchstwahrscheinlich, dass diese Zeichnung viel ungenauer ist, als ihr denkt. Und zwar ist ein offensichtlicher Widerspruch in dieser Zeichnung. Genau. Zugegeben scheint die Möglichkeit zu bestehen, dass Frau der Narrateur den Eimer und einen Stab hielt. Betrachtet man aber den richtigen Milcheimer, fließt diese Möglichkeit den Bach hinunter. Hier, schauen wir uns den richtigen Eimer an. Betrachtet vor allem den Griff, oder beachtet. Na, das ist unmöglich. Okay, also es war schon, also meine Denkweise war auch richtig, ich habe mich nur halt verdrückt, aber ich wollte es ja eh machen. Ich wollte ja bei der McVenny machen, aber es ist wirklich egal. Oh, aber das ist sehr wohl möglich. An den Enden des Griffs dieses Eimers sind zwei breite Holzstücke angebracht. Würde man versuchen, den Stab und den Eimer gleichzeitig zu halten, könnte man das durchaus als Herausforderung betrachten. Einfacher gesagt, es ist unmöglich, den Eimer und den Stab gleichzeitig zu tragen. What? Warum spricht er jetzt warum spricht er jetzt Berlinerisch eigentlich? Ihr meint, das ist nicht der richtige Eimer? Wir lügen niemals, wenn es um Milch geht. Das ist der Eimer, den ich mitgenommen habe. Die Zeugen wirken genauso überrascht wie Flamberg. Die Angeklagte war unmöglich in der Lage, den Eimer und den Stab in einer Hand zu halten. Außerdem haben wir bereits bewiesen, dass sie den Stab nicht in der rechten Hand halten konnte. Das heißt, die Angeklagte, Sophie de Narrateur, hat zum Zeitpunkt des Verbrechens keinen Hexenstab getragen. Ruhe, Ruhe, Ruhe im Gericht. Was geht hier eigentlich vor? Das Hohe Gericht in seiner langen Tradition hat noch nie solche Argumente gehört. Diese Worte sind so karg und doch zeugen sie von beachtlicher Stärke. Euer Ehren. Was ihr vernommen habt, aber wieder Latency-Themes voll cool, war Logik. Logik, sagt ihr. Was ist mit den Zweien? Sie haben Inquisitor Flamberg geschlagen mit einfachen Worten. Welch Unfug, das ist doch Hexerei. Wartet, denkt ihr, könnten sie Hexen sein? Ja. Es scheint die Auffassung von Logik in dieser Welt gleicht nicht der unseren. Richtig, nutzen wir diese Gelegenheit, um den Prozess zu gewinnen. Ich bin recht besorgt, dass sie denken, wir wären Hexen. Einspruch. Ganz ruhig. Höchst faszinierend. Ein Ritter lässt im Kampf sein Schwert für sie sprechen. Ihr sprecht mit einem Schwert aus Worten. So sei es. Ich werde ebenfalls eine solche Klinge sprechen lassen. Was meint ihr? Werter Herr Blaurock, ihr scheint etwas vergessen zu haben bei eurer Logik. Vergessen? Aufgrund der vorherigen Zeugenaussagen war davon auszugehen, dass die Angeklagte die Laterne um ihr Handgelenk hatte. Weiter soll sie diese Laterne fallen gelassen haben, wodurch sie im Schlamm gelandet ist. Das ist richtig. Das mag der Wahrheit entsprechen. Es bedeutet allerdings nicht, dass die Angeklagte nicht in der Lage war, Magie anzuwenden. Es stellt sich die Frage, wann sie die Laterne fallen gelassen hat. Was wollt ihr damit sagen, Inquisitor Flamberg?
Ganz einfach, hohes Gericht. Die Angeklagte wirkte ihren Zauber, während sie die Laterne und den Stab in der Hand hielt. Dann ließ sie die Laterne und den Stab fallen. Ne, es war danach eigentlich, ja. Der Hexenstab fiel, nachdem der Zauber ausgebrochen wurde, zu Boden. Natürlich, ja, so muss es gewesen sein. Die Richter hasse ich immer am meisten, weil das sind solche Idioten. Wie kann der eigentlich Richter geworden sein, ganz ehrlich? Was meint ihr dazu, werter Herr Blaurock? Und das war nur ein Vorgeschmack auf die ritterliche Weisheit der Inquisition. Oh, die Hexerei des Bäckers ist zerflossen wie ein Stück Butter in das Eis, glaube ich weniger. Beispielhaft, ich habe nichts anderes erwartet, wenn Flamberg die Aufklärung eines schändlichen Verbrechens übernimmt. Oh, was würde ich geben, eines Tages diese starke Hand schulden zu dürfen? Gleich bestimmt wieder Flamberg, Flamberg. Wusste ich's doch. Hinter diesem Inquisitor steckt mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Ja, es scheint jedenfalls so. Bis vor kurzem hat er nichts von Logik gewusst. Jetzt nutzt er sie gegen uns. Dieser Typ ist keine Witzfigur. Ja, das stimmt, ja. Nun gut, ehrenhafte Zeugen. Ich bitte euch erneut um Unterstützung. Ich bitte euch, dem Gericht ein weiteres Mal von den Geschehnissen heute Abend zu berichten. Zum fünften Mal in Folge dürfen sie jetzt lügen. Toll. Was geschah zuerst? Fiel die Laterne zu Boden oder habt ihr den Zauber vernommen? Zeugen, beginnt eure Aussagen. Okay, ja, das ist noch die wirklich allerletzte Möglichkeit, wie Sophie auch nur irgendwie den Stab in ihrer Hand halten konnte. Das ist schon witzig, ne? Erst sagen sie rechts, dann links und jetzt auch wieder rechts. Ne, ist schon witzig irgendwie. Also, dass man die nicht sofort einfach wegschickt, diese Zeugen, ich weiß auch nicht. Berichtet dem Hohen Gericht über den Ablauf der Geschehnisse des heutigen Abends. So. Ablauf der Geschehnisse, ja. Über den Ablauf der Geschehnisse, genau. Selbstverständlich, die Laterne fiel mit einem lauten Platsch zu Boden, nachdem der Zauber Inflammatio zu hören war. Aha, ist das so? Ich bin so sicher, wie Mackie weiß ist. Ich habe meine Augen keinen Moment vom Milcheimer abgewandt. Okay. Davon abgesehen, wie könnt ihr so sicher sein, dass die Laterne gefallen ist, nur weil ein bisschen Schlamm an ihr klebt? Hä, was? Meine Augen lügen nicht. Ich habe die Laterne in der Hand der Angeklagten gesehen, als ich den Zauber hörte. Ja, die sagen auch wieder alles dasselbe. Das war ja klar. Die Aussagen passen überhaupt nicht zusammen. Hä, was? Echt jetzt? Findest du, Phoenix? Diese vier Aussagen sind äußerst interessant. Okay, ich habe es ganz anders gedeutet als die. Okay. Diese Zeugen haben alle dasselbe gesehen. Dennoch... Erinnerungen sind recht unzuverlässig. Sie können nie eine wahrhaft verlässliche Quelle für Informationen sein. In Ordnung, Professor. Mit den richtigen Fragen werden die Aussagen zerbröseln. Natürlich. Wir müssen ihre unzuverlässigen Erinnerungen ausnutzen. Wir schaffen das, Nick. Wir müssen angreifen, bis sie nicht mehr wissen, was sie zum Frühstück hatten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich zum Frühstück hatte. Jetzt, werter Bäcker, könnt ihr mit der Befragung beginnen. Okay, dann wurde mir extra schon gesagt. Sogar, da werde ich erstmal tausendmal angreifen, bevor ich was präsentiere. Ist mir auch recht. Okay. So. Ja, wir greifen mal einfach den Konfusius an. Moment mal! Die Laterne fiel nach dem Zauberspruch. Seid ihr euch das sicher? Ich sage, ich bin sicher, dass ich sicher bin. Ich hörte die Stimme und dann Platsch. Und dieses Platsch war das Geräusch, als die Laterne auf dem Boden gelandet ist? Ach, Platsch. Platsch würde ich eher mit was anderes in Verbindung bringen. Gewiss. Natürlich, keine Frage. Versteht ihr? Aber wenn man die Laterne genau betrachtet, sieht man sofort, dass das Glas zerbrochen ist. Ihr habt spezifisch von einem Platsch berichtet. Solltet ihr nicht gehört haben, wie das Glas zerbrochen ist? Das Geräusch von zerbrochenem Glas. Nein, ich fürchte, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Oh, was hat sie jetzt? Ja, was ist denn jetzt los? Ich war etwas vom Tatort entfernt, wisst ihr? Ich kann mich nicht an ein solches Geräusch erinnern. Nicht erinnern? Genau, ich kann einen Hund am anderen Ende der Stadt bellen hören. Unterschätzt meine Ohren nicht. Das habe ich nicht, nur mit der Ruhe, Opa. In dieser Aussage ist nichts von Interesse. Möge die Zeugen mit der Ziege fortfahren. Okay, ich greife jetzt einfach automatisch alle an. Natürlich. Ihr meint uns, ihr habt uns erschrocken. Nicht wahr, Mackie? Oder nee, doch nicht. Da ist nichts Besonderes an der Aussage, ich weiß ja nicht. Warum hat die jetzt eigentlich gerade eben so eine komische Sprechblase gehabt.
oder Gedankenblase, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich bin mir sehr sicher, wie Mackie weiß es. Ich habe meinen Augen keinen Moment vom Milcharmer abgewarnt. So, zack. Moment mal! Aber vorhin habt ihr ausgesagt, dass Frau der Narrateur die Laterne um ihr Handgelenk gehängt hatte. Nun ja, nicht ganz. Wir waren nicht sicher. Wir haben nur geglaubt, sie war an ihrem Handgelenk. Geglaubt? Ja, genau. Wisst ihr, wie das ist, wenn man an der Milch riecht, weil man nicht sicher ist, ob sie schlecht ist? Und dann wird eure Nase von einem unerwartet schlechten Geruch überwältigt. So ähnlich ist das hier. Lauscht meinen Worten. Lasst das Stehlen nicht zur Gewohnheit werden. Zu eurer eigenen Sicherheit. Es tut uns leid. Bitte, es war Mackies Schuld. Bäh. Meine Güte. Egal, wir können sicher sagen, dass wir den Milcharmer gesehen haben, nicht wahr, Schätzchen? Was die fallende Laterne angeht, darüber wissen wir nicht viel, oder Mackielein? Irgendwie, ich meine, also bei den ersten beiden Aussagen haben wir jetzt herausbekommen, dass die Laterne gar nicht unbedingt überhaupt heruntergefallen ist, irgendwie. Also, das ist sie eigentlich schon, weil wenn wir uns an die Cutscene zu... Ich meine, die Cutscene, die wir gesehen haben, die ist ja richtig. Na, so ist es ja passiert. Und da ist sie runtergefallen, das stimmt schon. Aber irgendwie, ich meine, der Confusius hat einen Platsch gehört, was jetzt nicht gerade einer Laterne entspricht. Und sie hat über der Laterne auch nichts gesehen, sondern nur halt den Lichtkrug da. Ja, das ist komisch. Ich weiß auch nicht genau, was ich jetzt dann gleich machen muss. Ich muss mir nochmal überlegen. Davon abgesehen, wie könnt ihr so sicher sein, dass die Laterne gefallen ist, nur weil ein bisschen Schlamm an ihr klebt? Das ist auch komisch, ich greife mal auch nicht an. Was meint ihr? Naja, vielleicht war der Schlamm schon zuvor an der Laterne. Habt ihr daran gedacht? Bevor all dies passiert ist? Nun, vielleicht ist der Schlamm schon seit letzter Woche an der Laterne. Es hat letzte Woche auch geregnet. Und wenn das der Fall ist, hat es keinen Sinn, lange darüber zu sprechen, ob die Laterne gefallen ist, richtig? Warum? Ich komme gerade nicht mit. Warum argumentieren die jetzt eigentlich alle... Also, das ist total komisch. Also, die Zeugen wollen mir jetzt gerade klar machen, dass die Laterne doch nicht gefallen ist, quasi. Wollen sie das wirklich mir jetzt sagen? Ja, aber sie ist doch zerbrochen, hä? Ich check gar nichts mehr. Wie dumm ist es eigentlich? In der Tat, was hat die Verteidigung dazu zu sagen? Ich sage, seht euch die Laterne genauer an. Ihr werdet feststellen, dass hier Schlamm am Glas ist. Schlamm am Glas? Die Laterne wäre nicht sehr nützlich, wenn das Licht vom Schlamm verdeckt würde. Frau Dorner. Ich würde sagen, eure Mutmaßungen zu dieser Laterne sind etwas matschig. Wenn das so weitergeht, kann ich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag hier stehen und auf Zeugen zeigen. Aber das würde diese Aussage auch nicht nützlicher machen. Ich muss einen anderen Ansatz finden. Muss ich jetzt doch präsentieren. Oder wie? Ich greife mal trotzdem den auch noch an, weil ich meine, Maya hat ja gesagt, dass ich die zu Tode angreifen soll. Deswegen, ich greife mal den auch noch an, danach werde ich dann präsentieren. Meine Augen lügen nicht, ich habe die Laterne in der Hand der Anklagten gesehen, als ich den Zauber hörte. Es ist alles komisch. Es ist alles komisch, was sie sagen, finde ich. Dieser Punkt ist wichtig. Seid ihr absolut sicher, dass ihr die Laterne wirklich gesehen habt? Ich glaube nicht, dass der lügt. Also zumindest jetzt gerade nicht. Ihr seid nichts weiter als ein einfacher Bäcker, nicht wahr? Es ist unerhört, dass ihr mir sagen wollt, was hier wichtig ist. Hat er schon immer einen berlinerischen Akzent drauf gehabt? Hat er doch noch, im ersten Part doch nicht, oder? Da hat er doch bestimmt auch schon mal das oder was gesagt und dann wat oder dat oder wie. Naja. Nur eine Sache ist von Bedeutung. Wir müssen dieses Dorf schnellstmöglichst von allen Hexen befreien. Wohl kaum. Ich würde meinen, dieser Prozess ist weitaus wichtiger. Was? Wir versuchen, die Wahrheit zu finden. Wie lächerlich. Dieses Mädchen ist eine Hexe. Eine Hexe, sage ich. Ich würde meine Aufnahme in den Ritterorden darauf verwetten. Hört gut zu, Frischling. Ja, werter Herr Flamberg. Viele junge Herren in den Rängen des Ritterordens teilen diesen Tatendrang. Allerdings führt euch dieser Tatendrang ins Dunkle. Etwa wie eine schlammbedeckte Laterne, die kein Licht spendet. Eine schlammbedeckte... Okay. Was? Dieser Typ. Ja, in der Tat. Er wirkt nicht besonders zugänglich. Herr, hat er jetzt uns geholfen, der Flamberg, irgendwie? Was denkst du, Nick? Hast du etwas entdeckt? Ja, vielleicht. Ich denke, es gibt etwas, das ich nutzen kann. Wirklich? Ich habe nichts Auffälliges bemerkt. Irgendwas ist seltsam an der Aussage dieses einen Zeugen. Etwas, was mir bei keinem anderen Zeugen bisher... Okay, diesmal muss ich jetzt den richtigen finden. Bei keinem anderen Zeugen aufgefallen ist.
Es scheint, Sie haben etwas gefunden, Herr Wright. Ein Kreuzfeuer mit 4 Zeugen. So etwas habe ich noch nie getan. Aber vielleicht gibt es noch einen anderen Weg, wie ich das angehen könnte. Ich denke, es ist am besten, wenn Sie Ihrer Intuition vertrauen. In Ordnung, verstanden. In Ordnung, ich muss diesen alten Mann nochmal angreifen. Ah, er hat es mir direkt gesagt. Na ja gut, dann mache ich das mal. Vielen Dank, Phoenix. Dann greife ich mal den alten Mann an. Moment mal! Die Laterne fiel nach dem Zauberspruch. Seid ihr euch das sicher? Ich sage, ich bin sicher, dass ich sicher bin. Er ist doch dasselbe nochmal. Ich hörte die Stimme und dann Platsch. Und dieses Platsch war das Geräusch, als die... Warum hat das Phoenix gesagt? Keine Ahnung. War das Geräusch, als die Laterne auf dem Boden gelandet ist? Gewiss. Natürlich, keine Frage. Versteht ihr? Aber wenn man die Laterne genau betrachtet, sieht man doch, dass das Glas zerbrochen ist. Ihr habt spezifisch von einem Platsch geredet. Ja, es macht irgendwie mehreres, macht keinen Sinn, finde ich. Ich fürchte, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Ja, warum reagiert jetzt sie so? Das Geräusch von zerbrochenem Glas. Ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Hey, ich bin verwirrt. Moment mal! Hier genau. Okay. Ich wusste doch. Ah, okay, es passiert schon was anderes. Ich wusste doch, dass ich etwas Seltsames gehört habe. Aber der alte Kauz hat nichts Seltsames gesagt. Maya, es ist nicht der alte Kauz, der etwas Seltsames gesagt hat. Es war die Frau neben ihm. Neben ihm? Ah, sehen Sie, Professor, die Dame mit der Ziege, sie sieht ganz in Gedanken versunken aus. Es hat den Anschein, als hätte sie etwas Seltsames in der Aussage des älteren Herrn bemerkt. Ah. Das ist richtig. In diesem Kreuzverhör haben wir 4 Zeugen. Hey, Nick, wir sind nicht die Einzigen, die sich die Aussagen genau anhören. Du hast recht. Das heißt, wenn die Zeugen sich bei ihren Aussagen überhaupt gegenseitig zuhören. Korrekt, Herr Wright. Jeder Zeuge ist während seiner eigenen Aussage vollkommen auf sich selbst und seine Handlungen konzentriert. Aber während sie den Aussagen der anderen zuhören, können die Zeugen wichtige Informationen preisgeben. Ich verstehe, das ist reine Gewohnheit. Sie wissen gar nicht, dass sie es tun, aber ich merke es. Ich kann das ausnutzen, um mir einen Vorteil zu verschaffen. In der Tat, ich denke, hier haben wir die erste Gelegenheit, diese neue Technik anzuwenden. Eine neue Technik? Herr Wright, könnte ich Ihre Aufmerksamkeit auf den Touchscreen lenken? Okay. Der Touchscreen? Ah, jetzt lernen wir was Neues, neben Präsentieren und sowas. Die Lupe während einer Aussage über einen anderen Zeugen zu führen, erlaubt es Ihnen, sich auf diesen Zeugen zu konzentrieren. In Ordnung, das Wichtigste hier. Ist nicht der Zeuge, der gerade eine Aussage macht, wir müssen auf die anderen 3 Zeugen achten, die zuhören. Ich muss sie nur überraschen und befragen. Worauf warten wir, Nick? Probieren wir es aus! Wie wäre es, wenn wir die Frau mit der Ziege neben dem alten Graubart befragen? Na gut, ich muss nur die Lupe über die Zeugen ziehen. Das Geräusch von zerbrochenem Glas. Nein, ich fürchte, ich weiß nicht, wovon ihr sprecht. Okay. Aber ich würde sagen, das lassen wir erstmal. Das machen wir erst beim nächsten Mal, was sie dann zu sagen hat. Ich bin schon gespannt. Ich würde mich erstmal sagen, Leute, das war's hier für diesen Part von Let's Play Professor Layton vs. Phoenix Wright Ace Attorney. Beim nächsten Mal wird es dann eben hier mit unserer neuen Funktion der Lupe oder so, dem genauen Zuhören auf jeden Fall, von den anderen bei einer Aussage halt uns anhören. Ich kann es nicht gut beschreiben, aber ihr wisst ja, was ich meine. Wenn wir uns auf jeden Fall angucken, wie dann die alte Frau da reagiert auf diese Aussage, die jetzt gerade der Konfuzius hier gerade macht. Bin schon sehr gespannt, ob wir dann beim nächsten Mal vielleicht schon den Fall abschließen können und dann wirklich endgültig beweisen können, dass Sophie wirklich keine Hexe ist. Ich hoffe, dass wir es hinkriegen werden für Sophie. Hoffentlich schaffen wir das. Gut, auf jeden Fall würde ich mich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao!